Hallo Leute und herzlich willkommen zur 17. Episode vom FIFA 15 Orakel. Ich bin der Martin und an meiner Seite ist heute wieder der Ben. Servus Leute. Ja, wir spielen heute Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Auf dem Papier gar nicht so eine herausragende Partie. Aber man muss sagen, die beiden Mannschaften haben sich echt gemacht. Also sind in der Bundesliga in letzter Zeit stark vertreten gewesen, haben stark aufgedumpft. Hier Bremen zuletzt mit 4 Siegen in Folge, haben auch die stärkste Rückrundenbilanz aller Bundesliga-Teams und auch Augsburg richtig gut in der Tabelle im Moment auf dem 4. Platz und haben auch die ersten 3 Spiele keine Niederlage kassiert jetzt in der Rückrunde. Also 6 Partien gespielt und davon sind 5 Siege rausgesprungen und das bei Mannschaften, die eigentlich auf dem Papier, wie gesagt, gar nicht so stark sind. So, jetzt also kommt Bartles über außen. Boah. Ja, also Augsburg ist halt wirklich überraschend, dass die so weit vorne sind. Ja, aber die haben sie halt echt gemacht über die Jahre. Also in der ersten Saison hat ja auch jeder gesagt, ja, Augsburg, die steigen eh gleich wieder ab. Dann sind sie halt 14. oder so geworden. Jetzt nicht überragend, aber haben die Liga gehalten. Und danach haben sie sich eigentlich kontinuierlich nach oben gearbeitet und hätten ja fast Europa League gespielt diese Saison. Und ja, das ist halt schon krass irgendwie, wenn du überlegst, sind seit 2 Jahren erst aufgestiegen und spielen fast international. Oh Gott. Junuzovic, Österreicher. Und jawohl. Ja, 1-0. Leider, leider, aber wenn es wenigstens ein Österreicher ist, der das Tor schießt, dann ist das schon okay. Kleine Genugtuung für Ben. Ja. Und du scheinst ja noch immer ein bisschen verschnupft zu sein. Ja, ich bin leider gesundheitlich echt noch angeschlagen. Also meine Nase ist zu, wie man ein bisschen hört, weil ich so ein bisschen nasal heute spreche. und ich habe noch ziemlich einen rauen Hals und huste so vor mich hin. Und lutsch fleißig einen nach dem anderen Ricola vor mich hin, damit der Hals ein bisschen geschmiert bleibt. Aber ja, wird schon wieder werden. Ich hoffe mal, dass wenn wir uns nächste Woche wieder hier sehen, dass es dann wieder alles gut ist. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Ben? Wann hast du denn vor, mal wieder Episoden rauszubringen? Ja, wie gesagt, jetzt am 3. März ist meine Prüfung. Was geht denn da? Oh. Und danach, ich schätze, die Woche darauf gibt es dann wieder ein Orakel. Okay. Ja, dann ist er zumindest so lange nicht mehr hin. Ja, das sind, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. Keine Ahnung. Okay. Ich wollte übrigens an dieser Stelle auch mal ein kleines Danke sagen an die Zuschauer. Die letzten Episoden hatten echt gut Views. Irgendwie hatten nach ein paar Tagen schon 30, 40 Views alle Episoden. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und ist ja auch für uns eine Bestätigung, dass das ganze Ding hier cool ist und euch Spaß macht zuzuschauen. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir so weitermachen können. Und falls ihr mal irgendwas habt oder so, was ihr verbessert haben wollt, anders haben wollt, neu haben wollt, dann einfach ab damit in die Comments und dann nehmen wir uns das Ganze auch mal zu Herzen. Oh, die Santo. Irgendwelche Partien oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat ja so, oh, nächste Woche gibt's den und den Klassiker. Spielt den doch mal. Dann erspart ihr uns natürlich auch die Arbeit, dann irgendeine Partie auszusuchen, wenn ihr einfach in die Kommentare schreibt. Ja. Boah, Baba hier resolut. War halt zuletzt auch beim Afrika Cup. War jetzt auch noch nicht im Team beim letzten Spiel, glaube ich, von Augsburg. Aber ist auf jeden Fall schon Teil der Stammformation geworden. Ist leider so ein bisschen Rückklick, ne? Ja, etwas. Also es geht, aber es ist... Also man merkt schon. Es ist halt, weil... Das ist ja, wie gesagt, ich habe halt nur WLAN. Und... Da ist bei mir draußen gerade das Wetter abartig und wenn es Wetter abartig ist, dann geht's nicht. Sobald aber irgendwie klares Wetter ist oder so, habe ich dann diese, die gute Downloadrate, wie ich eben da mir bestellt habe damals. Okay. Und da, oh, schaust zum Ausgleich mit deinem Kopf. Altintop. Ja, Halli Altintop, der blüht ja nochmal richtig auf. Das ist wie so ein zweiter Frühling für ihn bei Augsburg.
Also es gab ja immer die beiden Brüder, also Hamid und Halil Altintop. Und Halil war eigentlich immer so der Bruder, der so ein bisschen schlechter Standing hatte. So Hamid Altintop war erst bei den Bayern, ist dann zu Real Madrid gewechselt, ne? Hat wirklich viel gesehen von der Weltgeschichte, hat eine geniale Euro 2008 gespielt, wo er mit der Türkei ins Halbfinale ist. Boah, Pfostentreffer. Wer war denn das? Selke, oder? Weiß nicht. Di Santo war es, okay. Erkennt man gar nicht. Und, also Hamid war ich immer so ich sage jetzt mal, der Größere von den beiden Brüdern. Aber man muss sagen, in letzter Zeit, so der Hamid, glaube ich, spielt jetzt irgendwo in der Türkei bei Beşiktaş oder sowas, oder Fenerbahçe, ich weiß gar nicht. Und der Halil, der ist halt dann irgendwann zu Augsburg gekommen und hat sich da echt gemacht. Ich glaube, der war erst noch bei Schalke, wie sein Bruder davor auch irgendwann. Und ist dann zu Augsburg gekommen und da hat er jetzt wirklich eine Führungsrolle inne und macht da auch konstant Tore und Vorlagen. Also kann sich sehen lassen. Ja, über die Euro 2008 rede ich ja persönlich nicht Oh so gern. ja. Als Österreicher und halb Kroate. Ja, Michael Da Ballack kann. hat ja damals das entscheidende Tor geschossen, das weiß ich noch. Durch ein Freistoßtor. Ja, das war ja eben die Partie, wie du vorher gesagt hast, die Türkei gegen Kroatien, die was dann in der Verlängerung so entschieden wurde, also für die Türkei. Und ja, das war Boah, super ein Ball. trauriger Tag Boah. für die Kroaten, sagen wir es so. Weil Kroatien hat ja da in der Gruppenphase sogar gegen Deutschland gewonnen, in Klagenfurt. Und ja, da waren sie eigentlich top drauf und dann eben Endstation gegen die Türken im Viertelfinale. Ja, die Türken, das waren ja so die Last-Minute-Türken, die ja irgendwie immer in 90. Minute ein Tor gemacht haben. Gegen Kroatien, glaube ich, war es sogar eine Verlängerung, ne? Irgendwie Ja, in der. 120. oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so nicht sogar ein Elfmeter war, der ihnen zugesprochen worden Okay. ist. Irgendwie sowas war's. Vorher konnte ich noch etwas Druck nach vorne hin machen. Ich hoffe, das Ja, dreht sich leider, jetzt. leider sind die in der Ballannahme nicht so gut hier, die Bremer. Boah. Oh. Mal schön Leider, das leider Bein hast du mich stehen lassen da und sich die noch gelbe Karte erwischt. abholen hier. Sebastian Prödel. Auch ein Österreicher. Ist auch ein Landsmann, ja. Die Bremer, die haben schon einige österreichische Landsmänner in den eigenen Reihen. Das muss Vielleicht mal gut aber. Ja, gescoutet. Gladbach hat ja auch den Stranzl. In der Bundesliga generell gibt es ja einige Österreicher und von Augsburg, der Ersatztormann, der Manninger ist ja auch Österreicher, nur dass der halt in der Nationalmannschaft nicht mehr eingesetzt wird, weil Ist er eben aber schon so alt tatsächlich ist. kein Ersatz, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob Hitz verletzt ist, aber. Boah, jetzt rockt es aber enorm. Boah, jetzt steht das Bild Ja. aber hier, alter Schwede. Aber zuletzt hat er auf jeden Fall gespielt. So viel weiß ich. Boah, Ja. Katastrophenpass. Na, bei mir ist jetzt Hitz drinnen und eben für die österreichische Nationalmannschaft spielt Almer, der ja auch irgendwo in der zweiten deutschen Liga, glaube ich, spielt. Kann Als sein, ja. Tormann. Ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und ja, Manninger eben nicht mehr, weil er ja schon ziemlich alt ist und ich glaube, er ist sogar der älteste Tormann der Bundesliga. Das kann sein. Ja, irgendwie sowas ist er. Auf jeden Fall, ja. Obwohl er noch ziemlich gut ist für sein Alter, muss man ja Ja, ist sagen. echt ein super Keeper. Da kann ich dir nur recht geben. Gut, 1 zu 0, knappe Führung für Knappe dich. Führung, Ich ja. hoffe, ich kann weiterhin Druck nach vorne machen. So, ich habe mal gleich auf Weiter gedrückt, weil ich eigentlich mit der Aufstellung und mit der Taktik bisher sehr zufrieden bin. 2 zu 1 Schau. Torschüsse für mich. Davon halt das eine Tor. Und Augsburg aber mit 55% Ballbesitz vorne. 37 ist er. 37. Ja, das ist ein ordentliches Fußballeralter auf jeden Fall. Ja. Überhaupt dann noch in so einer Liga? Ja, aber wenn man sich hält, ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der da gewechselt ist oder ob der schon beim Aufstieg dabei war von Augsburg. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, aufgrund vom Alter würde ich eher sagen, dass er da dabei war, weil ich glaube, keine Mannschaft kauft einen 35 Jahre alten Spieler zum Beispiel jetzt an, auch wenn er gut ist. Eher nicht für die Bundesliga geeignet, meine ich jetzt. Ja, gut, das stimmt. Ja, gut, vielleicht haben sie sich den halt als Ersatztorwart dann noch geholt, wer weiß. Ja, irgendwas ist da gerade los. Ja, Leitung ist echt nicht gut. Boah, aber der Pass war geil. Der Pass war geil. Und das ist saugeil Nein. gespielt. Ja, da kann man als Tormann wirklich nur spekulieren. Franco Di Santo netzt ein und wie gesagt, Eigenlob stinkt, aber das war einfach geil gespielt. Ja, muss man echt Seidel legt da zugeben. quer und dadurch, dass die 12 mitgelaufen ist, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, es kann sogar sein, dass das Baba ist. War es kein Abseits? Ja, ist Baba. Und Di Santo muss nur noch den Fuß hinhalten und netzt das Ding ein. Und 2-0. Uiuiui, jetzt wird es aber eng für die Augsburger, wenn sie hier noch was reißen wollen. Oh ja, da geht noch was. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich in der 50. Minute mit 2.000 Rückstand schon geschlagen gibt, das wäre bitter. Die Ruckelei nervt gerade ein bisschen. Oh. Versucht man es ein bisschen aus der Distanz, aber Ja, manchmal funktioniert es auch. Also wenn du einen guten Distanzschützen da hast, nachher ist es ja durchaus auch ein gutes Mittel. So, die Santo. Ich hoffe, der hat den Speed, da durchzugehen. Hat er natürlich nicht. Und ich wollte eigentlich voll. flanken und hatte X gedrückt und dann hat er es schon als Grätsche gewertet. Das sind so die Probleme mit der Steuerung von FIFA. Ich Ja. wollte eigentlich nur flanken und am Ende kriegst du eine gelbe Karte. Aber gut. Sollte jetzt nicht so ausschlaggebend sein. Wer ein Tor schießt, darf auch mal gelb kassieren. Ja. Ist ja nicht so tragisch, wenn man 2-0 in Führung ist. Oh, schießt! Weg hier. Oh, Weg, weg, Selke, weg. den kann man auch mal machen. Ja, Davy Selke ist ja auch irgendwie so der Überflieger jetzt so, der Youngster nach der Euro von der U19 ist der völlig durch die Decke gegangen. Und hat im Moment halt auch einfach einen Lauf in der Bundesliga. Also, das ist echt ein super Talent und da sollte Bremen unbedingt schauen, dass sie den halten und nicht so dann verfeuern wie zum Beispiel Mesut Özil oder Marco Marin zum Beispiel. Weil sie haben ja die Jugendspieler, die ganzen Guten, aber verfeuern halt alle, ne? Ja. Man gerade so ein Mesut Özil, wenn man sich den anschaut, ne? Ist halt so ein 50 Millionen Transfer irgendwann und den haben die halt irgendwie für, keine Ahnung, 10 Millionen gehen lassen. Und hat ihn ja auch mal einen Titel gesichert. Der hat mal in einem DFB-Pokalfinale das entscheidende Tor geschossen, Mesut Özil. Marco Arnautovic war ja auch bei Werder Bremen. Ja, genau. Das ist so der Lieblingsspieler von 80% aller Österreicher. Ein Österreicher schaut sich nichts lieber an als ein Interview mit Marco Arnautovic. Das ist ungefähr so, wie wenn man Ibrahimovic beim Interview zuhört. Ja, Arnautovic ist also der Bad Boy irgendwie der Szene. Ja. Selbstverliebt und. Arrogant, ja. Ja, er weiß einfach, Herablassend. was er kann, sagen wir es so. Er Ja, ein kann schlechter was, aber Kicker er ist er weiß nicht. das auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch bei Stoke City ziemlich gut drauf. Und, oh na, das Abseits. war. So, 70. Minute. Langsam wird's Zeit, dass Augsburg mal das Ruder rumreißt. Wird gemacht. Okay. Ja, spielt bei Bremen relativ viel hohe Bälle, dadurch, dass sie kopfballstarke Spieler haben. Kann man das schon mal machen. So, und Santiago Garcia holt sich den Ball. Selke musste jetzt aus dem Abseits rauslaufen, deswegen war es ein bisschen blöd mit dem Pass. Ich muss mal kurz. Und du hast übrigens unsere Faustregel wieder missachtet.
Was Niemals meinst du? pausieren während laufen des Spiels. Ah, sorry, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, gut. Dann ab jetzt nur noch bei Einwurf oder so. Okay. Genau. So, pass mal auf. Wechselst du gerade auch? Ja, ich wechsle gerade ein bisschen aus. Ich spiele jetzt nämlich ab sofort nur noch mit einer Spitze. Ja, so passt schon. Wieso war jetzt da nicht die Abseitsfahne oben? Da waren wir überhaupt kein. Da, Kopfballchance, aber was war das schon wieder? Das war Keine irgendwas. Gefahrenverzug, ja. So, Obraniak für Selke jetzt hin. Selke hat heute leider nicht so ein tolles Spiel gemacht. Gut, hat das eine Tor aufgelegt, aber ansonsten eher ein blasser Auftritt. Deswegen jetzt für ihn Ludovic Obraniak in der Partie. Bei dir kam wer? Matthäus? Der wurde ausgeweckt. Warte, ich weiß es gar nicht. Für Bobadilla. Muss ich kurz schauen. Ich hab's nämlich nicht Ich habe gesehen, einen wer reingekommen ist Stürmerwechsel und wer gemacht. rausgegangen ist. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ah, der spielt dann wieder ins Haus. Soll ich den lang spielen, verdammt. Bobadilla. Korrekte Aussprache auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Ah, Boah, hol na dir mal komm, den gib Ball. mir Ja, den das kann ja Ball. nicht sein, dass der sich durch 10 Abwehrspieler dribbelt. Ja. Die Santo, schöne Körperdrehung hier. Oh, komm. Jawohl. Nein. Franco Di Oh. Santo setzt sich da geil durch drei Verteidiger und klatscht das Ding an den Pfosten. Ne? Ja, da ist Von da aus eben ist er diese drin. Leistungsgesellschaft und die Leistung Hier wird nicht verhakt, glaube ich. ausgeglichen. Hat hier echt das Nachsehen. Ja, muss man ganz deutlich so auf den Punkt Und dann bringen, ist die weil Kugel Santo im auch aus Tor. diesem Loch, das er sich da gegraben hat, heute noch rauskommt. Oh, da Stark. hätte der Pfosten beinahe noch Und einen damit haben wir gehabt. unseren Matchwinner für heute, würde ich sagen. Franco Di Santo. Doppelpack. Ja, auf jeden Fall verdient auch. Man ist zurzeit ja auch in der Bundesliga in guter Form, also in echt jetzt. Deswegen, warum nicht? Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass Bremen auch mit 3-0 gewinnt und Di Santo einen Doppelpack macht. So, Marco Die ist haben ja auch vorne, jetzt robust. eine der letzten Partien relativ hoch gewonnen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Gegen Hier. Frankfurt, kann das sein? Frankfurt, glaube ich, ja. Ich habe gerade überlegt. Und da, jetzt nochmal eine Chance, aber da geht ihm die Puste aus. Da geht ihm die Puste Ja, aber aus. mein Typen auch. Ja, das So, war leider. raus mit der Mummel. Und da vielleicht noch. Ah, Komm, Schuss, komm. schießt noch! Wolf muss da Nein. echt mal hin. Verteidigung hat keine Lust mehr. Auch nicht bei einem 3-0 noch zu verteidigen. Ja, und Raphael Wolf, den hat er sicher. Und da steht ja noch einer vorne, und zwar Franco Di Santo. Wer hätte das gedacht? Da muss ich jetzt etwas radikaler abwehren, damit dann nicht noch ein Tor fällt, weil dann wird's wieder peinlicher für mich. Ja. Ja, aber das war's. Ja. 2-0. Also, da ist der Matchwinner, da wird er direkt eingeblendet, Franco Di Santo. Er hat zwar nicht wirklich Lust zu gehen und bleibt lieber ein bisschen im Bild stehen, aber das ändert nichts an seiner Leistung, denn die war heute echt überzeugend. Der Torwart läuft einfach mal gegen das Tornetz. Und Altintop ist auch nicht sonderlich begeistert, ob des Regens, der hier ins Stadion prasselt. Oder hey, wir kriegen Ja, mal wieder einen Pokal. Es ist mal wieder soweit. das ist, glaube ich, wenn du die Freundschaftssaison gewinnst oder irgendwie so. Freundschaftsspielmeister. Ja, toll, dass ich das auch noch mit Werder Bremen hol. Ja, du die letzten vier Freundschaftsspielsaisons hast du gewonnen. Ja. Ja, war auf jeden Fall eine
tolle Partie. Also war jetzt nicht sonderlich spannend, fand ich, aber es war qualitativ, fand ich, relativ hochwertig. Waren Ja, tolle auf jeden Sachen Fall. dabei, schöne Torszenen und so. Nö, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns kommende Woche wieder zu einer neuen Episode des FIFA 15 Orakel hier auf Totally Nuts und demnächst auch wieder auf Ösiplay TV. Alles klar, gut. Von mir aus jetzt auch. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.